In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen zwei Thinktank-Rucksäcke vor, Trifecta 8 und 10. Das sind zwei Rucksäcke dieser Größe. Ich werde mit dem größeren, dem 10er, hier mal diesen Produktfilm einfach beginnen und vorstellen. Und am Anfang auch direkt der Hinweis, unter dem Video finden Sie dann den Produktlink, wo Sie sich dann die ganzen Thinktank-Produkte auch mal anschauen können bei uns im Shop. Die Trifecta-Reihe richtet sich an Fotografen, die im Alltag mit ihrem Rucksack unterwegs sind, also nicht outdoor-mäßig jetzt großartig draußen in Wald und Natur über Wochen oder Monate, sondern halt eben mehr so für den Wochenend-Fotografen oder halt eben auch so den Menschen, der mit der Kamera in der Stadt unterwegs ist. Der große Vorteil des Trifecta-Rucksacks ist der, dass man über drei Möglichkeiten verfügt, auf das Innere des Rucksacks zuzugreifen, also auf das Kamerazubehör. Wir haben also einmal hier einen Seiteneingriff. Auf der linken Seite, dann auf der rechten Seite hier einen Eingriff. Und oben ist noch einmal ein Eingriff, der allerdings hier mit einer so einer Trennpolster-Schnittstelle versehen ist, die man halt eben lösen kann mit Klettverschluss, wie man hört. Und damit hat man auch die Möglichkeit auf den Zugriff des Innenraums von oben. Es empfiehlt sich allerdings wirklich meiner Meinung nach nur die beiden seitlichen Zugriffe hier zu erwähnen. Oben, das kann man machen, allerdings oben finde ich es halt eben wirklich sinnvoller und praktischer, wenn man hier oben dann noch externes Fotoequipment reinmacht, entweder noch eine zweite Kamera oder halt eben auch Fotoequipment, auf das man halt eben jetzt nicht unbedingt so schnell zugreifen muss, um halt eben dann die Tasche hier oben einfach nur öffnen zu müssen, um halt da nicht in das Hauptfach reingreifen zu müssen. Okay, es sind eigentlich sogar vier Fächer, aber am besten einfach mal den Film weiter gucken, dann werden Sie schon erfahren, wo das vierte Fach ist. Die Lasche der Oberseite hat hier noch ein kleines, mit einem Klettverschluss versehenen, zwei kleine Fächer, beziehungsweise ein Fach mit zwei Klettverschlüssen. Und da kann man zum Beispiel jetzt noch Akkus reinmachen oder halt eben auch Batterien, zum Beispiel für den Blitz. Und die Seitenwände sind hier auch noch einmal mit diesen Trennpolstern versehen, mit Klettverschlüssen, die man natürlich auch individuell einrichten kann. Hier würde ich zum Beispiel vorschlagen, dass man jetzt 1, 2, 3 Objektive einfach hier reinmacht. Und auf der anderen Seite hat man dann hier zwei große Fächer, auch hier mit einem Fach getrennt mit Klettverschluss, was man natürlich auch ganz rausnehmen kann, um hier zum Beispiel auch eine digitale Spiegelreflexkamera reinzumachen mit einem Zoom-Objektiv. Das heißt, die Kamera würde man einfach hier reinmachen. Ich kann das mal kurz anhand eines Beispielsfotos eben einblenden. Und wenn man das dann gemacht hat, ohne die Trennpolsterwand, kann man die Kamera dann direkt einfach so in einem Stück aus dem Rucksack rausnehmen. In der Stretch Tasche auf der Vorderseite kann man also ein Stativ transportieren. Dazu werden zwei Stativbeine in die Tasche gesteckt und mit dem beiliegenden Stativriemen einfach im oberen Teil des Statives am Rucksack befestigt. Jetzt kommen wir noch zu einer dritten direkten Öffnung hier in das Hauptfach. Die befindet sich auf der Rückseite. Ich habe sie deswegen explizit nicht erwähnt, um sie halt eben jetzt noch einmal kurz zu demonstrieren. Meiner Meinung nach ist das die Öffnung, die man also dann hier benutzen kann, wenn man den Rucksack also dann abgenommen hat und hat eben vor sich auf den Tisch gelegt oder auf den Schoß. Mit dem Zipper hier hinten wird das Fach einfach aufgemacht. Und ich habe jetzt die anderen Fächer auch mal einfach offen gelassen, damit Sie sehen können, wir haben also hier einen richtigen, echten Dreigriffzugriff plus optional oben natürlich noch mit der vierten Version, mit der Trennpolsterwand, die wir hier haben, die wir abmachen können. Und wenn ich die jetzt noch löse, ich mache das mal eben, dann zeigt sich hier also, dass dieser Rucksack im Prinzip, so, mal ein bisschen laut mit dem Klettverschluss, also jetzt hier von vier Seiten einen Zugriff ermöglicht. Also einmal hier oben mit diesem extra Fach, was wir hier haben, dann jeweils an der einen Seite und auch an der anderen Seite und halt eben auch dann noch einmal von der Rückseite. Und das ist natürlich eine ganz gute Angelegenheit, weil wir natürlich hier auch die Möglichkeit haben, den Rucksack in verschiedenen Arten und Weisen zu nutzen. Ich habe also einmal die Möglichkeit, Objektiv mit bzw. Kamera mit einem Zoom-Objektiv, also ohne Trennpolsterwand in einem Stück oder halt eben auch, wie es dann hier ist, hier zum Beispiel erst nochmal Blitzzubehör reinmachen oder Objektive. Hier ist die Kamera mit einem kleinen Objektiv dran oder ich mache halt eben hier noch drei Objektive rein oder halt eben 1, 2, 3 kleine Systemkameras. Also da kann ich im Endeffekt eigentlich gar nicht so viele Szenarien erfinden, wie es da halt eben auch wirklich gibt. Das ist halt eben noch einmal so dieser Zugriff, dieses Fach, wie man das halt eben braucht. Das bedeutet in der Praxis, man kann diesen Rucksack halt eben einmal für die komplette Fotoausrüstung benutzen. Man kann aber auch halt eben mit der Öffnungsmöglichkeit zum Beispiel jetzt halt eben hinten hingehen und sagen, gut, das ist jetzt der zweite Rucksack, den ich mitnehmen möchte, wenn ich jetzt gerade irgendwie mein Fotoshooting mache, außerhalb zum Beispiel auch oder im Studio und ich habe hier wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Objektive drin. Also wie gesagt, das sind nur so kleine, in Anführungszeichen, Serviervorschläge, wie Sie das Ganze dann letztendlich einrichten, das wissen Sie natürlich selbst am besten.
an einer Lasche der Außenöffnung, die wir hier haben. Hier ist noch einmal die eine, da ist also keine Tasche in der Lasche oben, wie man sehen kann. Und an der zweiten Seite hier oben haben wir noch einmal kurz diverse Fächer mit Klettverschlüssen, die also verschiedenes Equipment aufnehmen können, zum Beispiel Filter oder Akkus, Speicherkarten und dergleichen. Die sind hier also auch noch bestens aufgehoben. Die Schulterpolster, die man hier hat, also die Trageriemen, die sind natürlich sehr gut gepolstert, mit einem Belüftungssystem versehen. Das kann man hier sehen in dieser kleinen löchrigen Oberflächenstruktur, die wir hier haben. Und alles in allem ist es ein sehr stabiler, in sich sehr steifer Rucksack, der also auch wirklich mal den einen oder anderen Sturz vertragen kann. Natürlich jetzt nicht aus 15 Meter Höhe, aber er kann zum Beispiel mal vom Stuhl fallen. Dann können Sie halt eben davon ausgehen, dass mit dem Equipment trotzdem noch alles in Ordnung ist. Und die Verarbeitung hier von dem ThinkTank-Rucksack ist natürlich absolut hochwertig. Der Rucksack kommt natürlich noch mit einem Regencape daher, was Sie einfach dann in so einer kleinen Tasche dann verstauen können, die im Rucksack mit beigefügt ist. Sieht so aus. Das ist mal kurz ins Bild gehalten hier. Da ist also dann das Regencape drin. Alles gut verpackt, damit man es auch direkt finden kann, ist die Außenhülle blau, also die Tasche, das Regencape selbst ist schwarz. Und damit ist der Rucksack dann halt eben auch, wenn Sie unterwegs sein sollten und es fängt an zu regnen, bestens geschützt. Den Produkttext können Sie entnehmen, dass hier auch noch ein 10-Zoll-Tablet und ein iPad reinpasst. Wo kommt das rein? Das kommt hier auf die Rücklasche des dritten Zugangsweges auf das Innenfach, wie ich das mal nennen möchte. Und auf der Rückseite von dieser Lasche haben wir dann hier, gut gepolstert durch die Rückseite, die auf dem Rücken aufliegt, noch ein weiteres Fach mit einem Klettverschluss versehen. Und in dieses Fach können Sie dann ein iPad oder ein 10-Zoll-Tablet reinmachen oder natürlich auch ein Android-Tablet, das spielt gar keine Rolle. Die Trifecta-Reihe von ThinkTank ist eine, würde ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt exzessive Outdoor-Rucksack-, Wochen-, monatelange Pilgerreise-Equipment-Geschichte. Also sprich halt eben, dass man da wirklich jetzt 5 Wochen in der Wildnis mit verbringen kann. Da nimmt man wahrscheinlich andere Sachen, aber für den ganz normalen Hausgebrauch, also in der urbanen Umgebung, natürlich auch in der freien Natur, aber wie gesagt, nicht über Wochen hinweg, ist das ein wirklich sehr hervorragender Rucksack. Er ist sehr hochwertig verarbeitet. Wir haben also hier die Möglichkeit, auch noch zum Beispiel jetzt unsere Devices mitzunehmen. Das spricht auch dafür, dass man diesen Rucksack im Studiobereich einsetzen kann, entweder halt eben für die komplette Kameraausrüstung, wenn man irgendwo hinfährt, Hochzeitsfotografie zum Beispiel auch, oder halt eben auch dann einfach Indoor im Studio. Und dafür spricht auch die Möglichkeit, dass wir hier auf der Rückseite die Möglichkeit haben, dass wir Tablets mitnehmen können und halt eben auch zum Beispiel keine Notebooks. Das ist natürlich bei der 8er-Version, die ich hier habe, dementsprechend etwas kleiner. Das sieht man auch hier an der Oberfläche und an den Abmaßen. Aber die ganzen Maße und die ganzen Produktangaben, die können Sie natürlich auch auf der Produktseite, auf der Sie jetzt dann gerade sind, beziehungsweise es nicht sind, hier unten einfach mal unter dem Video schauen, habe ich dann verlinkt. Da können Sie halt eben auch ganz genau sehen, was da reinpasst. Da sind auch Anwendungsbeispiele aufgezählt, was genau an Kameraequipment da reinpasst. Vielleicht ist auch das Ihrige dabei. Und dann können Sie sich halt eben auch dann für die richtige Größe dann entscheiden.